Hallo und willkommen zurück in einer kleinen Sommerpausen-Mini-Folge meines Podcasts Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Ich bin Susi von Burnout Coaching Berlin und heute soll es nochmal um ein Thema gehen, mit dem ich mich hier schon mal vor ein paar Wochen beschäftigt habe. Nämlich, warum vielen Leuten gerade der Weg zurück in die Normalität nach Corona so schwer fällt. Ich möchte dir heute noch ein paar Fragen mit an die Hand geben, die dir helfen sollen, dich im Hier und Jetzt und für deine neue Normalität nach Corona zu orientieren und bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Und ja, bevor ich zu diesen Fragen komme, möchte ich noch zwei Gedanken mit dir teilen, zwei Beobachtungen, die ich im Moment sehr, sehr häufig mache, sowohl in den Coachings als auch im privaten Umfeld, den sozialen Medien, ja eigentlich überall, wo ich auch Menschen treffe, die uns allen im Moment den Weg zurück in die Normalität ein bisschen schwerer machen und von denen ich glaube, dass wenn man sie sich bewusst macht, man es ein bisschen einfacher hat, sich zu sortieren und sich aufzumachen in das neue, alte Leben ohne Corona. Ja, und der erste Punkt ist, dass mir auffällt, dass es vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst ist, dass wir im Moment noch ein bisschen belasteter sind als zum Beispiel letztes Jahr im Sommer. Der Grund dafür ist, dass wir jetzt inzwischen anderthalb Jahre in einer Krise festhängen und viele einfach müde sind. Müde von anderthalb Jahren Corona. Und auch die Suche nach einer neuen Normalität kann sehr ermüdend sein in diesen Tagen. Denn es gibt immer noch keinen sicheren Ausblick. Die Erfolge gegen Corona, die wir im Moment feiern und die uns allen eben diese Hoffnung geben, dass wir jetzt in eine Normalität zurückkehren können, stehen ja gefühlt auf sehr, sehr, sehr wackeligen Füßen. Immer noch ändert sich alles ständig und jetzt im Moment sind wir auch wieder in einer Phase, wo es noch viel schwerer ist, abzusehen, ob es wirklich so weitergeht, wie wir uns das gerade alle denken und erhofft haben oder nicht, als zu anderen Zeitpunkten in dieser Pandemie, wo einfach klar war, okay, jetzt ist ja erstmal 4 Wochen Lockdown und niemand bewegt sich. Im Moment ist es so, wir haben viele Freiheiten zurückbekommen, wir können theoretisch ein fast normales Leben leben, aber auf der anderen Seite beobachten wir eben, dass die Impfungen offensichtlich doch nicht immer vor Infektionen schützen, hoffentlich aber vor schweren Verläufen. Wir fürchten, dass es eine neue Mutation geben könnte, die alles zunichte macht und pipapo. Und das ist natürlich ein Zustand, der einfach unheimlich viel Energie frisst. Trotz Öffnungen. Trotz Urlaub, trotz allem. Ja, und deswegen ist die Suche nach der neuen, alten Normalität auch so anstrengend. Denn genau genommen fühlt es sich so an, als ob wir manchmal gar nicht so richtig wissen, für welche Realität wir jetzt eigentlich unsere Normalität suchen und zurechtlegen wollen. Und wie es halt in Deutschland aussieht und in der Welt. In 3 Tagen, in 2 Wochen, in 4 Wochen, in 2 Monaten. Zeit hat einen ganz anderen Wert bekommen in dieser Pandemie. Verlässlichkeit gibt es seit 1,5 Jahren kaum noch. Und spätestens hier an dieser Stelle, nach diesem ersten Punkt, wird dir vielleicht auch schon klar, dass so große Schritte und Entscheidungen, wie es sie manchmal braucht, wenn man sein Leben neu ordnet und neu in die Hand nehmen will sozusagen, dass also so große Schritte und Entscheidungen im Moment
wenn überhaupt, nur ganz schwierig möglich sind, aufgrund der Unbeständigkeit, in der wir alle immer noch leben. Ja, die zweite Sache, die ich ansprechen wollte heute, ist, dass ich im Moment auch sehr oft beobachte, dass Menschen Fluchtgedanken haben. Vielleicht hast du dich selbst auch dabei schon erwischt. Mich hat es auf jeden Fall auch getroffen diese Woche. Fluchtgedanken meint in dem Moment alles, was mit der Planung von größeren Moves zu tun hat, die uns aus dieser Situation vermeintlich rausbringen. Also ich höre viele Leute, die Umzüge planen. Ich höre Leute, die auswandern wollen, und das sind auch gar nicht so wenige, oder Menschen, die aus dem System aussteigen wollen. Also alles wirklich große Veränderungsschritte, die eben auch zu tun haben mit dem Verlassen des Ort des Geschehens. Und was sich darin spiegelt, ist ein ganz normaler Wunsch, den Menschen in Krisensituationen ganz oft haben, nämlich einfach auszusteigen aus der ganzen, aus dieser Nummer. So. Diese Fluchtgedanken haben allerdings auch eine Funktion. Ich habe es, glaube ich, schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt. Unser Unterbewusstsein entspannt sich ein bisschen oder fühlt sich ein bisschen weniger gestresst, wenn es das Gefühl hat, dass wir eine Wahl haben und dass wir theoretisch die Stresssituation, in der wir uns befinden, jederzeit verlassen können. Fluchtgedanken sind also Teil des Verarbeitungsprozesses. Allerdings sei an dieser Stelle nochmal gesagt, dass diese Gedanken aus dem aktuellen Alltag, dem Pandemieleben auszusteigen, zwar verlockend sind und auch eine kurze Erleichterung verschaffen, naja, aber dass es eben dennoch wohl eher Wunsch als Realität ist, auszusteigen aus einer weltweiten Pandemie. Und diese beiden Beobachtungen oder Gefühlszustände oder Gedanken, die so viele sich gerade teilen, die haben eben auch noch was gemeinsam. Nämlich sowohl der Wunsch nach dem Aussteigen und dem total woanders sein, als auch der Drang, sich jetzt sofort einen neuen, normalen After-Pandemie-Alltag zu planen, sind Dinge, die wir für unsere Erleichterung in der Zukunft planen. Auswandern ist ja etwas, was ich nicht jetzt plane und heute mache, sondern es liegt in der Zukunft. Und diese Normalität und dieses Leben wieder zurückhaben und über Corona gar nicht mehr nachzudenken, weil es lange vorbei ist, das ist auch ein Zustand, den wir herbeisehen und der aber in der Zukunft liegt. Beides sind Sachen, von denen auch echt zu hoffen bleibt, dass sie bald eintreten und dass diese Zukunft eben schon so nah ist, wie sie sich teilweise anfühlt. Also wir planen diese Dinge, weil wir uns so eine Erleichterung in der Zukunft vorstellen können. Und das ist auch gut so, denn solange wir eine Zukunft sehen, für die wir planen wollen, solange sind wir auf jeden Fall auch nicht verloren. Was ich heute als Anregung hier lassen möchte für dich, für deinen Weg zurück in die Normalität, ist, dass hier und jetzt, so unbequem und ungewiss und anstrengend es auch sein möge, nicht aus den Augen zu verlieren. Egal, welche Zukunftsoperation dir vorschwebt, um operieren zu können, ist es die Grundvoraussetzung, dass du im Hier und Jetzt stabil stehst und orientiert bist. Erkenne das an, was ist. Orientiere dich nicht nur in die Zukunft, orientiere dich in der Gegenwart. Wo stehst du heute? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir heute?
Bevor du dir Sicherheit in der ferneren Zukunft schaffst, was kannst du heute oder morgen oder diese Woche alles tun, damit du eben auch kurzfristig und hier im Moment Energie schöpfen kannst? Die letzten anderthalb Jahre waren anstrengend und zermürbend. Sie haben dich aber auch zum Meister gemacht, wenn es darum geht, mit minimalsten Möglichkeiten das Maximum an Entspannung zu finden. Was das angeht, stehst du hundertprozentig gut im Training. Wie kannst du dir also heute, morgen und danach zumindest in deinem persönlichen, kleineren Universum Stabilität und Verlässlichkeit verschaffen? Welche täglichen Kleinigkeiten helfen dir, das Gefühl zu behalten, dass du dein Leben im Griff hast? Nutze für diese Zwischenphase, was du aus der Pandemie gelernt hast. Du brauchst diese Stabilität im Hier und Jetzt, um deinen individuellen Weg in die Normalität nach der Pandemie zu finden, musst du dich selbst nämlich gut hören können. Innere Ruhe und ein guter Zugang zu sich selbst sind essentiell, um gute Entscheidungen fürs Leben treffen zu können. Eine nach der anderen. Und eine nach der anderen Entscheidung wird in der Summe irgendwann wieder das ergeben, was wir unser Zurücksein in einer Normalität nennen werden. Auch deine Normalität vor der Pandemie war ja am Ende das Ergebnis verschiedener Entscheidungen, die du irgendwann getroffen hast. Jede Pandemie hat irgendwann ihr Ende gefunden. Jede. Wie kannst du es gut aushalten im Hier und Jetzt, bis es soweit ist, dass die Pandemie wirklich vollständig Geschichte ist? Vielleicht findest du ja auch ein bisschen Inspiration in dieser Geschichte aus einer der vorhergehenden Podcast-Staffeln. Fern seiner Heimat patrouillierte ein junger Soldat voller Angst durch den Urwald Birmas. Der Kundschafter seiner Patrouille kehrte zurück, um dem Hauptmann furchtbare Nachrichten zu überbringen. Ihr kleiner Wachtrupp war von einer Übermacht japanischer Krieger gänzlich umzingelt. Die Feinde befanden sich ganz in der Nähe und es gab keinen Ausweg. Der junge britische Soldat rechnete damit, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte. Er erwartete, dass sein Hauptmann jetzt den Befehl geben würde, sich herauszukämpfen. Das war schließlich die männliche Lösung zu diesem Problem. Vielleicht würden ja einige Soldaten entkommen können. Wenn nicht, würden sie wenigstens einige Feinde in den Tod mitnehmen. Das war beim Militär Brauch. Aber dieser Hauptmann tat etwas ganz anderes. Er befahl seinen Männern, ruhig zu bleiben und sich eine Tasse Tee zu machen. Schließlich war es die britische Armee. Der junge Soldat glaubte, sein Hauptmann sei verrückt geworden. Wie konnte er ans Teetrinken denken, wenn man vom Feind umgeben war, keinen Ausweg sah und dem Sterben ausgeliefert war? Doch Befehle mussten befolgt werden und deshalb wurde Tee gekocht. Jeder ging davon aus, dass es die letzte Tasse seines Lebens sein würde. Noch bevor die Tassen geleert waren, kehrte der Kundschafter wieder zur Truppe zurück und flüsterte dem Hauptmann etwas zu. Der Hauptmann bat seine Männer um Aufmerksamkeit. »Der Feind hat sich bewegt«, verkündete er ruhig. »Jetzt gibt es einen Ausweg. Packt eure Sachen schnell und leise und auf geht's.« Alle überlebten, weshalb dieser junge Soldat so viele Jahre später auch diese Geschichte erzählen konnte. Er sagte, dass er sein Leben der Klugheit seines Hauptmanns verdankte. Nicht nur damals in Birma, sondern noch viele Male später im Leben. Auch da war es ihm oft so vorgekommen, als habe ihn ein Feind umzingelt,
als gäbe es keinen anderen Ausweg als den Tod. Mit Feind bezeichnete er ernste Krankheiten, grauenvolle Notlagen und große Tragödien, Situationen, in denen das Leben hoffnungslos erschien. Ohne jene Erfahrung in Birma hätte er versucht, sich aus diesen Problemen herauszukämpfen und sie dadurch zweifellos nur verschlimmert. Stattdessen machte er sich in aller Ruhe eine Tasse Tee, wenn ihn Tod oder Unheil umgaben. Er hatte Folgendes verstanden: Die Welt ändert sich ständig. Das Leben befindet sich dauernd im Fluss. Dieser Mann trank seinen Tee, schonte seine Kräfte und wartete auf den Augenblick, der immer irgendwann kam. Der Moment, in dem er etwas Wirksames tun konnte, beispielsweise zu flüchten.